Eile, du bist schon drauf. Eile mit Weile. Jetzt lass mich doch mal meinen Spruch bringen. Eile mit Weile, endlich, du. Du warst viermal nominiert. Leo DiCaprio hat es ja dann auch nach dem vierten Mal geschafft und hat dann von der Erderwärmung und von erneuerbaren Energien gesprochen. Du darfst jetzt auch ganz in die Tiefe des Raumes gehen. Wie fühlst du dich? Volltreffer der Woche. Ja, nach dem vierten Mal, du hast es angesprochen. Endlich habe ich es geschafft. Ich habe viele Bewerbungen eingereicht. Ja, diesmal hat es endlich geklappt und ja, das freut mich sehr. Das Tor war ja zwischen Genie und Wahnsinn. Ein normaler Spieler macht da keinen Hackentrick. Kann es daran liegen, dass du zu faul warst, nochmal zur Außenlinie zu laufen? Ich mache das Ding jetzt so, da muss ich nicht viel laufen und vielleicht rutscht er dem Torwart durch die Hosenträger. So ist es ja dann auch passiert. Ja, das Problem ist bei mir, ich bin nicht so drehfreudig in der Hüfte. Ne? Ich mache jetzt hier schon Sonderprogramm Woche für Woche. Und ja, diese Drehung hätte ich gar nicht mehr hinbekommen. Wir schreiten jetzt zur Übergabe des Trikots. Du hast lange darauf gewartet, wir übrigens auch. Ja. Alles Gute. Zeig's mal rein. Da ist das gute Stück. Endlich, nach dem vierten Mal. Vielen Dank. Okay, jetzt brauchen wir nur noch eine Unterschrift, Trikot erhalten. Und damit ist alles klar. Hier bei Justin Eilers. Und dann stellen wir dein Tor nochmal nach. Ich stelle mich jetzt mal ins Tor. Dieser Torwart hieß ja übrigens mit Nachname Schuhen, ja? Wie die Schuhe. Eigentlich müsste er heißen Hosenträger, weil genau dazwischen. Nee, ich glaube, er ging am rechten Standbein ging er vorbei, nicht durch die Hosenträger. So, wir probieren es jetzt nochmal. Ja. Ja, ich glaube, wir brechen jetzt ab. Es war der 48. Versuch. Also, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Du kriegst ja nicht nur ein Trikot von uns, dieses wunderschöne, sondern auch einen ganzen Trikotsatz. Wo geht der jetzt hin? Jetzt sag nicht in deine Heimat nach Braunschweig. Ja, der Trikotsatz geht an SSV Turbine Dresden, an den Heimatverein von unserem gemeinsamen Freund Stefan Kutschke. Hat er in der Jugend bei einem Fußballverein gespielt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, er hatte zwar Handball am Anfang bevorzugt, aber war dann doch Fußball. Ein Dank natürlich an den Verein, dass sie so einen talentierten Jungen ausgebildet haben. Mit 27 ist er noch ein Talent bei euch, gell? Ja, kann man durchgehen lassen, oder? Ich bin ja auch noch ein Talent, oder? Ja. Aber eine Frage darf ich ja schon noch stellen, ja? Ja, du weißt schon. Nee, auch ob du ein Foto willst mit mir? Nein, wann du, Ja, was denn? Ich kann nicht ganz folgen. Unterschreibst und heiratest. Heiraten, ja, mal schauen. Also eins von beiden muss im Sommer laufen. Also entweder du schreibst bei Dynamo oder du heiratest eine Sechsin. Wenn du eine Sechsin heiratest, bleibst du ja dann vielleicht doch in Dresden. Ich hätte da ein paar Damen, die durchaus gewillt sind. Also ich denke, ich werde in meinem Leben, zumindest das eine hoffe ich, dass ich es erreiche, dass ich irgendwann heirate. Und unterschreiben werde ich sicherlich auch. Ja, okay. Du weißt aber, dass viele Bundesliga-Vereine, die an dir dran sind, dass die abstiegsgefährdet sind. Ne? Du kannst auch gleich hierbleiben. Ach, ist das so? Ja, ich weiß. Du ja mehr als ich. Ja, ich weiß es ganz genau. Du weißt es, okay. Ja. Okay. Die wollen aber die Spannung natürlich aufrechterhalten. Ja, in diesem Sinne, ich krieg nichts mehr aus ihm raus. Es ist schön in Dresden, wie immer, mit Justin, hübscher Kerl. Ja, Trikot erhalten, ja. Da stand das, aber unterschrieben hat unser Freund einen Vertrag bis 2024. Grundgehalt 1.953 Euro brutto, passt ja dann zum Schlupfdatum von Dynamo Dresden. Pro Spiel sind 12 Kilometer zurückzulegen. Die An- und Abfahrt von und zu der Wohnung sind nicht mitgerechnet. Pro Spiel ein Tor, ein Sprint, ein Kopfballduell. Ja, Essen und Trinken in der Clubrestauration gehen auf den Deckel von Ralf Minge und der gute Justin hat für seine Unterschrift bekommen 10 Gratisübernachtungen in der Datsche von Eduard Geier. Ja, so werden Verträge gemacht, Ralf Minge. Jetzt fehlt nur noch hier Ihre Unterschrift. Und dann haben wir ihn verhaftet. Bis 2024. Ja, so werden Verträge gemacht. Gruß aus Dresden und es geht weiter mit Justin Eilers bei Dynamo. Sachsenpokal-Halbfinale Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue unter den Augen von Bundestorwarttrainer Andi Köpke. Das hatte seinen guten Grund, denn sein Sohn spielt bei Erzgebirge Aue und er war hier beteiligt. Hier ist er am Ball, erzielt das 1:0 nach 22 Minuten für die Erzgebirgler nach klugem Pass von Tiffert. Sein Bein lang gemacht und dann trifft er der Bundestrainer-Torwart-Sohn. Die Dresdner, die auf viele Stammspieler verzichteten in der Startelf, kamen zu dieser großen Chance von Aosman. Ansonsten hatten die Gastgeber nicht so viele Möglichkeiten wie erhofft. Tolle Parade von Martin Mendel mit seiner Hand. Kurz vor der Pause, es lief schon die Nachspielzeit.
Die Flanke von der rechten Seite von Niki Adler und dann trifft Skarla Didis. 2:0 für Aue. Fabian Müller viel zu weit weg vom Torschützen. Zur Pause Uwe Neuhaus unzufrieden. Seine Mannschaft kann mehr. Und dann dieser schlimme Rückpass von Niklas Kreuzer, erlaufen durch Kvesic. Und Mario Kvesic lässt sich diese Chance nicht mehr nehmen. Erzielt das 3:0 in der 68. Spielminute. Klar, das war ein schlimmer Fehlpass von Kreuzer. Der wollte zu seinem Torhüter zurückspielen, aber nicht stramm genug. Kvesic erzielt das 3:0. Das war auch der Endstand in dieser temperamentvoll geführten Partie. Pavel Dotschev steht damit im Finale gegen Zwickau. Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock. Zwischen diesen beiden Teams ging schon immer mächtig die Post ab. Oder wie man es auch sagen kann. Das ist schon eine unheimlich spannende Geschichte. In Dresden hat Rostock seit 33 Jahren nicht gewonnen. Und auch das Hinspiel gewann Schwarz-Gelb. Bleibt die Frage, spielt der Tabellenführer wieder Schiffe versenken oder trotz die Kogge den besten Sturm der Liga?